Miranda, schön Sie zu sehen. Wie gefällt es Ihnen hier? In diesem Teil der Stadt hätte ich Sie nicht vermutet, Shepard. Es ist schön. Mixen Sie mir was, wenn Sie schon da hinten sind, ja? Klar, ich weiß schon was. Was führt Sie zurück? Ich habe verwirrende Berichte gehört. Sie sollen den Verstand verloren haben. Tja, meine Kommunikation wurde gehackt, unter anderem. Die Medien hatten sicher einen Riesenspaß. Hatten sie. Und ein Klon? Ja, habe ihn selbst gesehen. Wussten Sie davon? Nur Gerüchte, nichts wirklich Handfestes. Aber wegen dieser Agentin Brooks. Was gehört? Nicht als Brooks, aber als Hope Lilliam. Sicher auch ein Alias. Als die Kollektoren auftauchten, hat sie die Dossiers über ihre Crew für den Unbekannten erstellt. Hab sie kaum beachtet. Interessant. Mir ging es darum, sie zurückzubringen. Wir brauchten den echten Shepard, keine billige Imitation. Ich meine echt jetzt. Ein Klon? Ihnen macht das Spaß, stimmt's? Oh, mein Lieblings-Sushi-Laden ist geschlossen. Das ist schade. Shepard, haben Sie? Ja, genau durchs Aquarium. Wie haben Sie denn das hingekriegt? Er ist explodiert. Hey, der Klon hatte den Plan, nicht ich. Das Sprengen eines Aquariums sollte niemals Teil eines Plans sein. Obwohl, das Hinrichten von Meerestieren scheint ja ihr Hobby zu sein. Natürlich konnte ihr Klon nicht widerstehen. Es war der erste Schritt, mein Leben zu übernehmen. Es ist vorbei. Gut, aber warum wollte er ihr Leben? Oder sonst jemand? Die Rennerei? Springerei? Schießerei? Ist doch irre. Ich würde es aufregend nennen, nicht gefährlich. Darauf trinke ich. Ich weiß selbst, dass das nicht normal ist. Ach übrigens, woher weiß ich bei dieser Klonsache, dass Sie der echte Shepard sind? Ich weiß nicht. Sie tun's eben. Ich fürchte, Sie müssen mich überzeugen. Ein überzeugendes Argument. Das Leben ist verrückt, oder? Das ist es, Shepard. Das ist es.